Willkommen zu diesem neuen Video. Heute mit einem ganz speziellen Video. Heute basteln wir zusammen eine Straße bzw. eine Filmkulisse. Und wir haben eine ganz genaue Anleitung übrigens. Das heißt, bleibt unbedingt dran und abonniert unseren Kanal. Denn wir haben alles aufgezeichnet, jeden Schritt. Und die werden wir euch jetzt hier dranhängen und dann könnt ihr euch genau anschauen, wie wir das gebastelt haben oder wie man sowas ungefähr basteln kann. Wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß. Wir finden, es ist fürs erste Mal relativ gut geworden. Und schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei diesem Video und bis bald!
Und jetzt zeige ich euch ganz genau, was ihr jetzt für Teile haben solltet, falls ihr das so machen möchtet. Und zwar habt ihr jetzt einmal Vorder- und Rückseite, also Anfang und Ende hier. So habe ich jetzt einfach mal das Teil als Hinterteil. Das hier, also das ist nicht schlimm, wenn das so gebogen ist. Ich finde das ganz schön als Untergrund. Und hier die Straße drüber, ganz genau. Und das ist das einmal. Und das Ganze haben wir zweimal. Also nochmal hier so ein Hintergrund, ein Untergrund und wieder ein Stück Straßenteil, ganz genau. Das müsst ihr jetzt also insgesamt zweimal haben. Wie gesagt, dass das Ganze einen Abschluss hat. Und genau. Das sind jetzt also die zwei Teile. Dann haben wir dieses Teil hier. Das ist nochmal so ein kurzes Stück. Und das ist auch einfach mal Rückwand, Untergrund und Straßenteil. Und dann haben wir die zwei ganz großen Teile. Da ist es genauso. Einmal unten der Hintergrund, Untergrund und einmal das Straßenteil oben drüber. Das sind also jetzt die Teile, die ich so habe. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ich werde das auf jeden Fall so machen. Hinten habe ich dann eine schöne Wand. Und ich werde die Teile wahrscheinlich auch nicht aneinander kleben, sondern nur hinlegen. Und dann kann ich sie dann immer schön verstauen. Das finde ich sehr praktisch. Und so habe ich dann eine richtig schöne lange Straße. So, jetzt könnt ihr mal schauen. Ich habe jetzt hier alle Straßenteile bemalt, in grün und in schwarz. Das hat einige Zeit in Anspruch genommen und macht das mit Wasserfarben oder am besten mit Deckfarben. Ich habe das sehr oft drüber malen müssen und jetzt ist es von der Deckung her relativ gut. Vielleicht muss ich sogar nochmal bei dem einen oder anderen drüber, aber es passt auf jeden Fall erstmal und es gefällt mir richtig, richtig gut. Und als nächstes mache ich dann den Himmel. So, ich habe jetzt die Hintergründe bemalt. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Es sieht jetzt in der Kamera relativ hell aus. Es ist in Wirklichkeit noch etwas dunkler. Ich habe euch da jetzt nicht mitgenommen beim Malen, weil es sich einfach von selbst erklärt. Ihr bemalt das, wie ihr das möchtet, in den entsprechenden Farben. Die Teile, die ihr halt gemacht habt oder die ihr selber anfertigen wollt, deswegen habe ich gedacht, da muss ich euch das jetzt nicht unbedingt zeigen. Das wälzt sich ein bisschen, es ist jetzt aber nicht so schlimm. Das kann man noch ein bisschen zurechtlegen beim Kleben, also das geht eigentlich ganz klar. Und ich finde das gut und jetzt zeige ich euch noch ein paar zusätzliche Teile. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe, aber ich habe mir aus Pappe hier noch solche Wellen zugeschnitten, die ich jetzt grau bemalt habe und die ich als Berge verwenden werde. Den werde ich an den Hintergrund hier so ankleben, dann sieht es richtig gut aus. So ähnlich wie im 3D-Effekt.
Genau, also das ist einmal das hier. Das sind Berge. Dann habe ich hier mir noch sowas gemacht. Davon habe ich auch mehrere gemacht. Hier so noch als Gebüsch und das werde ich hier so dann noch entsprechend hinkleben. Aber das werdet ihr noch später sehen. Und dann habe ich noch das hier gebastelt. Das sollen Steine sein, die werde ich auch auf der Grünfläche einfach so dran kleben. Auch davon habe ich mehr gebastelt. Und so kann man dann einfach schön ein paar Steine noch basteln. Wie gesagt, davon habe ich natürlich noch viel, viel mehr. Ich habe jetzt einfach mal ein paar gemacht. Ich habe auch noch Pappestücke übrig. Und die habe ich jetzt nicht bemalt, weil ich denke, dass das reicht, was ich bemalt habe. Und zur Not kann ich noch mehr bemalen. Genau. Und ich finde das dann ganz entsprechend gut, wie gesagt. Dann habe ich jetzt hier solche schönen Berge, ein Gebüsch und die Hintergründe. Und wie gesagt, ich habe davon noch mehr. Da hinten seht ihr schon die Straßen. Die sind auch ganz gut geworden. Und jetzt werde ich langsam anfangen, das Ganze zu bekleben. Das werde ich euch natürlich auch noch zeigen, wie ihr das Ganze jetzt zusammensetzen könntet. So Leute, das erste Teil ist fertig. Ich habe euch den Rest jetzt nicht gezeigt, weil ich da sehr aufpassen muss wegen dem Heißkleber. Denkt bitte dran, passt mit dem Heißkleber auf und deswegen habe ich das jetzt auch nur ein Stück mitgefilmt, dass man sich nicht verletzt. Ich zeige euch das jetzt schnell mal. Wir haben jetzt hinten diese Berge und hier vorne habe ich jetzt dieses Gebüsch und hier so einen kleinen Stein angeklebt. Das ging mit Heißkleber recht gut. Es hält jetzt auch an sich. Hier ist es noch so ein bisschen wackelig. Das könnt ihr sehen. Da werde ich unten noch etwas Pappe ankleben, sodass das halbwegs glatt ist. Es wird nicht 100% sein. Aber dass es so ist, dass es nicht alles umfällt, wenn man was draufstellt. Das werde ich aber nicht jetzt machen, sondern mal anders. Ich werde jetzt erstmal alle Teile in der Form so gestalten. Und dann zum Schluss gucken, noch unten was drankleben, Pappe und so. Dass sich das dann so halbwegs ausgleicht und dann relativ gut aussieht. Aber ich denke, es ist schon soweit okay. Hier werden wahrscheinlich noch Wolken hinkommen. Mal gucken. Werde ich noch machen. Und hier auch noch so ein paar Streifen für die Straße. Das ist jetzt nur so grob ungefähr, wie es aussehen wird. Da wird sicher noch ein paar Details hinzufügen. Ich denke, fürs Erste kann man es lassen. Die anderen werden auch so sein. Und dann werde ich noch gucken, dass das hier unten auch noch schön wird. Und dann denke ich, dass es richtig, richtig cool werden wird. Genau. Ich bin jetzt soweit fertig. Ich habe euch jetzt nicht bei jedem Schritt mitgenommen. Ich habe jetzt hier noch Wolken aufgeklebt, wie man die macht. Es geht genauso. Ausschneiden und einfach aufkleben. Genau, dann könnt ihr hier sehen, wie gesagt, Berg. Hier habe ich noch etwas Grasmatte hingemacht, dass es hier noch etwas grün ist. Und hier vorne, aber wie gesagt, ich denke, den Rest versteht man jetzt, wie es geht. Bei den wichtigsten Schritten war die auf jeden Fall dabei.
Und das hat auf jeden Fall mehrere Tage gedauert, auch das zu filmen. Und genau, ich würde sagen, ich baue das jetzt einfach nebeneinander noch einmal auf und zeige euch das. Ich finde, es ist relativ gut geworden. Es ist sicher nicht perfekt, aber ich finde, zum Filmen wird es gehen. Und wir bauen das Ganze jetzt mal gemeinsam auf und dann werden wir sehen, wie das jetzt insgesamt aussieht. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt. So Leute, ich filme jetzt einfach mal hier ab und dann könnt ihr sehen, wie lang das eigentlich ist. Das sind jetzt alle Teile, die habe ich jetzt aneinander gefügt. Und ich finde das richtig, richtig gut. Ich denke, es ist das erste Mal gut geworden. Ich bin dann noch sehr ins Detail gegangen. Hier habe ich auch noch etwas Grasmatte aufgeklebt, einfach um noch ein paar Sachen zu verschönern. Und ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare oder auch gerne, wenn es nicht geht, unter den passenden Community-Posts. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, darüber freuen wir uns riesig. Abonniert kostenlos unseren Kanal, dann werdet ihr kein weiteres Video mehr von uns verpassen. Und auf Instagram haben wir jetzt übrigens unseren Namen geändert. Wir blenden ihn euch jetzt hier einfach ein. Und dann könnt ihr uns dort dann auch gerne mal folgen, beziehungsweise mal vorbeischauen. Und übrigens noch zur kleinen Info. Das englische Wort steht für offiziell. Das bedeutet das, also dass ihr uns schnell findet, also dass jeder weiß, das ist unser offizieller Account, der zu diesem YouTube-Kanal gehört. Genau, das nur so kurz zur Info und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss!